music to techno since 2006. We provide the latest club sounds in a multimodal way. All genres, full energy, pure emotion. Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir. Ja, guten Abend euch da draußen. Multimodal 722, heute live mit Bitonal hier, live aus Herford. Ja. Ja, der Gute stellt heute sein Album vor. Ja, wie gesagt, ich habe ja ein Album produziert, hat jetzt ungefähr ein Jahr gedauert und das habe ich dann auf Black Cat released, also eins meiner Lieblingslabel. Auch nochmal danke an Vitali, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, da das zu releasen. Und ja, wie gesagt, jetzt spiele ich erstmal das ganze Album einmal ab. Das eben war das Intro und jetzt kommen erstmal 10 Tracks. Also ist so ein bisschen Raw Techno, bisschen Techno, so ein Melodic Track und so ein bisschen was dazwischen, würde ich das mal so nennen. Ne? Jawohl, sehr schön. Also du spielst jetzt das Album jetzt erstmal genau, durch. Genau, das Album spiele ich jetzt erstmal durch, schätze mal eine Stunde, dann bin ich damit durch und danach die nächste Stunde mache ich dann so meine Lieblingstracks, die ich so produziert habe. Ne? Da habe ich dann so ein paar alte Tracks ausgepackt und so. Also heute quasi zwei Unreleased-Tracks. Ja? Genau, einfach heute nur Bitonal-Tracks. Wow, das ist ja mal geil. Das haben wir immer selten, ne? Dass hier Gäste nur ihre Tracks spielen. Der letzte Mann, der das gemacht hat, war Spartak. Der hat auch, als er da war, nur seine eigenen Tracks gespielt. Das war schon lange ganz her, cool. Ne? Ja. Von daher freue ich mich darauf. Ne? Auf der 11., glaube ich, oder? Doch. Nach dem 10 Jahren Multimodal, aber danach war er nochmal im X gebucht. Ich glaube, da 2-3 Jahre später und da haben wir nochmal eine Session gemacht. Ja. Also Leute, dann freut ihr euch auf Bitonal, gute Techno-Music. Ich bin für euch im Chat am Start. Später komme ich auch ein bisschen mit an die Decks. Es gibt ja viele neue Tracks, die es auch vorzustellen gilt. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hier soweit im Chat, Boca Chicas, jetzt kommen noch weitere Leute dazu. Ja, ich freue mich auch. Boca Chicas, vielen Dank für deinen Sub, definitiv für deinen Resub. Grüße gehen raus. Enjoy!
Let's go. Friends. Back in the day.
hört die Multimodal 722 mit Bitonal in the Decks. Heute ein Bitonal Showcase. Ja. Nur Tracks von Bitonal. Jetzt erstmal das neue Album stellt er komplett vor und mischt es für euch zusammen. Ja. Die Music ist ja erschienen auf Black Cat Anfang Black Oktober Cat, jetzt, ja. Ne? Genau, 1. Oktober ist rausgekommen. Ja, seht ihr mal. Also ganz frisch released und heute hier auch dargestellt. Es gibt eine Community-Challenge für euch, wie gesagt, 10.000 Punkte zusammensammeln. Dann gibt es schönes Download von Bitonal. Ich kann ja mal was einem verraten. Track vom Album. Genau, das nächste Lied, das ist drauf auf dem Pack. Genau, das heißt Music. Richtig. Mit Z geschrieben. Das hat eine besondere Geschichte, das Music mit Z, da sprechen wir aber später noch drüber. Ne? Und es gibt da auch einen unreleaseden Track, eine Collab mit DJ Shawnee Boy. Yeah. Sehr, sehr geiler Produzent. Jawohl. Den Track habe ich selbst auch noch nicht gehört und freue mich, dass Michael das hier mitgebracht hat. Passend zur Lage im Moment heißt das Lied sogar Virus. Genau, also haut rein, Leute. Sammelt die Punkte auf das M unter dem Chat klicken und da die Punkte rein. Und dann, wenn 10.000 voll sind, poste ich den Link. Danke.
Started.
live.
focus on today. The responsibility each of you has for your education. Yes, I do. Every single one of you has something that you're good at. Every single one of you has something to offer. Yes, I do. Thank you.
Leute, Bitonal an den Decks. Jawohl. Stellt also sein eigenes Album vor. Der vorletzte Track, danach kommt das Outro. Genau, der vorletzte Track, beziehungsweise letzte Track, das Outro ist ja nur so ein Outro, ne? für alle, die es nicht kennen. Die kennen das, ist mein Rework von Café Del Mar Energy 54 oder 52, ich weiß nicht ganz genau, ne? Also, ich habe ja schon 5 Versuche gemacht mit dem Lied. Irgendwie waren alle nicht so gut, fand ich. Und mit dem bin ich ganz zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ja, viele gute Acts versuchen sich an dem Track auch nochmal eine eigene Interpretation davon zu machen. Tale of Us zum Beispiel einen richtig guten gemacht. Ja. Ne? Ja. Also. Und wo ich schon mal gerade dabei bin, Mama, oder ich sag mal lieber Butten, hallo, wie geht's? Genau, Grüße gehen raus an die Mom. Ne? Und jetzt hören wir uns diesen geilen Track an. Dann kommt das Outro und dann machst du mit eigenen Tracks. Genau, weiter, dann mache ich auch nochmal meine Lieblingstracks, die ich so gebaut habe in den letzten Jahrzehnten. Genau, viel Spaß euch.
So Leute, das war das Album von Bitonal. Das war mein Album Music. Haut uns zu lieben in den Chat, falls es euch gefallen hat. Ja genau, haut mal in den Chat, ob ihr es gut fandet oder nicht genau, so gut. Genau, das würde mich mal gerne interessieren. Link habe ich auch mal gepostet, auch im Chat, dass ihr das klicken könnt und auch Kopf könnt, falls ihr ihn supporten wollt. Ja, wie gesagt, Outro ist jetzt auch in einer Minute zu Ende und dann werde ich mal ein bisschen weiter starten mit halt so paar Tracks, die ich so gebaut habe in meiner Bitonal-Zeit. Es gibt ja noch Mami und mich im Music, aber die habe ich heute nicht dabei. Alles klar. Leute, so, weiterhin viel Spaß. Klar. Leute, ihr müsst das so machen wie der gute Boca Chicas, der sagt... Ja, Boca Chica, vielen Dank für den Support. Das Album wird supported und gekauft. Ne? Vielen Dank dafür, mein Guter. Cool. Ja, wie ja, siehst du, so kann das schon mal gehen. Ja. Wir haben schon Leute, die mögen auch deine Musik. Weiter geht's hier, viel Super. Spaß. Vergessen, die Punkte zu geben, damit er das Pack absahnen könnte. Ne? Sind zwar nur 3 Lieder, aber gute. We'll be right back.
Leute, hört die Multimodal 722 mit Bitonal in der ersten Stunde sein eigenes Album hier vorgestellt. Zweite Stunde seine eigenen All-Time-Favorites, eigene Produktion heute. Ja, und so ein, zwei Collabs sind auch dabei, ein paar Remixe, die ich gemacht habe. Ja. Da hast du auf jeden Fall geile Scheiben, muss ich echt sagen. Wie viele Tracks hast du schon ungefähr released? Ich habe ja unter Michi Music damals mal angefangen, dann habe ich unter Mami dann weitergemacht und jetzt hier unter Bitonal. Alles. 400. 400? Boah, 400 bestimmt. Bestimmt, ja, ja. Und produziert habe ich, also auf dem Rechner habe ich über 600. Ne? Ja, krass. Ja, ja. Und als Bitonal, wie viele dann? Ungefähr waren die so 80, 90 vielleicht. Ist ja dein neuestes Projekt, ne? Ja, genau. Und läuft auch ziemlich gut. Also ja, ist okay. Ne? Kann besser, kann schlechter. Ja, kann besser immer, aber kann auch schlechter. Also es gibt auf jeden Fall, dein Name, denke ich mal, wächst, oder? Deine Followerlist? Ja, mäßig. Mäßig? Ja, gut, man muss auch immer promotional machen. Ich muss es ehrlich sagen, immer wenn ich irgendwas poste auf Instagram, kriege ich mindestens immer ein oder zwei Follower dazu. Also theoretisch müsste ich jeden Tag ein bisschen was posten, dann komme ich auch immer, da kommt auch immer was. Ja. Aber ich bin jetzt schon so alt. Kann ich auch so sagen. Ja, wir müssen eigentlich auch noch viel mehr Werbung machen für Multimodal, aber die Zeit rennt einem davon und man möchte irgendwie noch ein bisschen leben, ne? Und das ja auch ein bisschen zum Schluss. Ja, ich meine, früher habe ich jede Woche mindestens einen Track produziert oder zwei und jetzt mache ich einen in zwei Monaten oder in drei Monaten vielleicht. Ne? So, also es ist schon sehr, sehr wenig geworden. Ich jamme viel zu Hause mit meinen Gerätschaften, aber so das Produzieren, wie gesagt, ich habe jetzt das Album gemacht und danach kam jetzt erstmal nichts mehr. Ne? Also das wollte ich aber erst wieder loslegen, wenn wir umgezogen sind, ich ziehe jetzt bald um. Okay, aber hier in Herford oder? Ja, in Herford. Ja. Ne? Schön 105 Quadratmeter. Bleibst uns hier erhalten, das ist schon mal gut. Richtig. Okay. Ja, Freunde, und hier ist nochmal ein Lied mit meinem Kumpel DJ Shawnee Boy aus diese unreleased Nummer, genau. North Carolina, genau. Der ist auch mit Impact dabei. Ne? Genau. Ja, Shawnee Boy, ich spiele so gerne den Track Electromagnetic von ihm, dann drehe ich immer durch, wenn ich die Nummer spiele. Also, sehr geile Collab, Alter. Ja. Sehr geile Collab. Den Kontakt müssen wir uns warm halten, auf jeden Fall. Also der Track ist, wie gesagt, unreleased, heute eine Radiopremiere. Unreleased. Richtig. Also Achtung. Gleich hier Rating, wie es euch gefällt. We'll be right back.
voll, Michael. Diese Promo hier, erzähl mal was drüber. Ja, das ist Cablo Caballero. Ich weiß gar nicht genau, woher der kommt, aber irgendwo aus Südamerika. Klingt so. Ich. Pablo Caballero, Evolver. Ja, Evolver ist mein Remix davon. Da gibt es auch noch ein paar, ich glaube, 8 andere Remixe von, unter anderem von Pitch, ne? Der Track davor zum Beispiel, aber auch ein Remix von Pitch. Ja, auf jeden Fall jetzt als komplette Compilation erhältlich bei Beatport oder beziehungsweise im Vorbestellmodus. Ja, alles klar, viel Spaß dabei. Leute, 2500 Punkte noch. Gib Gas, jetzt hier. Klack, 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 klack. Dann gibt's das Pack. For free. Die nächste Scheibe ist zum Beispiel auch damit drin. Feels Like. We'll be right back.
einer, schau einer an. Es braucht nur ein paar Leute im Chat, die ein bisschen mitmachen und schon kriegen wir die 10.000 Punkte auch voll. Ja, vielen Dank für die 10.000 Punkte. Aber so einfach ist das nicht, 10.000 Punkte zu sammeln. Aber heute hier der Mann des Abends, David Dieme. Oh, David! Die 2.000 Euro beigesteuert. Genau, schön. Ja, kannst du dir eigentlich schon mal freuen auf die fette Scheibe hier, die jetzt gerade läuft. Die ist nämlich auch mit dabei in dem Pack. Ist eine meiner Lieblingsscheiben, die ich gemacht habe. Ist auch mit einem ganz, ganz bekannten fetten Vocal. Ach, guck. Werdet ihr auch erkennen, bin ich mir sicher. Ne? Jawohl. Also, ein Track vom Album, eine Unreleased-Nummer und dieser geile Track hier in dem Paket richtig dabei. Boah, ey, wenn du so viele Tracks schon gebaut hast, dann können wir eigentlich jedes Mal 10 oder 20 Tracks ins Download-Paket reinpacken. Ja, alles gut. Machen, ne? Alles gut, nein, nein. Im EP-Style machen wir das, ne? Natürlich. Alles klar. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Den Link habe ich eben in den Chat gepostet. Für euch als Download exklusiv. Alle, die dabei sind, live dabei sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und das Ganze hier supportet. Schön. Ultimodal 722 heute mit Bitonal an den Decks. Let's go. Thank you.
an diese Techno-Idee. Raus aus dem Zweizimmer, rein in ein großes. Viele Menschen, viele Lichter, viel Musik, ganz laut. Nicht unterhalten, nur tanzen. Den Körper schön tanzen. Bewegen, schwitzen, laufen Alkohol. Allein schön trinken. Und die Welt um mich versinkt. Jetzt eine Nummer, Feels Like. Ja, wieder ein Cover. Ja, wie gesagt, so ungefähr wieder ein Cover. Zumindest nicht unbedingt ein Cover, ne? Einfach den Vocal benutzt. Ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich nenne das immer Cover. Ja, Collab mit meinem Kumpel hier, JD Paul. Ja. Grüße nach New York. Ne?
Etwas älter dann schon? Ja, ne? Ja, oh, die ist schon etwas älter. Ja, 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 bestimmt 2 Jahre oder so, würde ich sagen. Ne? Ja, prima. Und der wohnt jetzt in der York? Der wohnt immer schon in New York. Immer? Ja, ja. Ich habe den ja mal besucht vor 2 Jahren oder wann war, oder vor 3 waren es jetzt. Ne? Ja, war geil. Also, ja, super. Alter. Ja. Michael. Als letztes kommt nochmal was mit meinem Bruder zusammen. Den kennen ja wahrscheinlich einige, ne? Ja. Die alten Music Twins. Genau. Ja, ist so ein bisschen, ich würde sagen, hört sich so an wie 80s. Pop, ja, so ein bisschen housey, angestatscht, ja. Leute, ja, das war die Multimodal schon. Wir sind schon fast durch. Heute 2 Stunden. Ich habe gesagt, ich habe erst überlegt, ob wir noch ein bisschen nachziehen. Aber ich merke immer noch, dass ich von meiner Erkältung, die ich hatte, noch nicht so ganz fit bin. Und nach der Woche jetzt auch machen wir Piano 2 Stunden für heute und nächstes Wochenende dann dafür umso mehr. Michael, ich bedanke mich vielmals für das Set. 1. Stunde dein Album, Music, immer noch zum Verkauf erhältlich. Link poste ich euch nochmal drunter. Und dann 2. Stunde deine, ja, eure Favorites, eine Auswahl da draus. Auch fast alle käuflich erhalten. Ja. Zu erhalten, genau. Genau, da gibt es den Tonic, der geht schon ein bisschen. Ja. Yeah. Ne? Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Genau. Mal so eine Auswahl zu hören von meinen Lieblingstracks. Jo. Ansonsten Shazam benutzen nochmal, wenn ihr wollt, das YouTube-Video nochmal anschauen. Das poste ich ja morgen dann nochmal auf unserem YouTube-Kanal. Shazam benutzen, dann könnt ihr die Tracks auch finden. Ja. Und könnt ihr euch auch gerne besorgen natürlich. Und das Download-Paket über die Community Challenge, den Link dazu poste ich nochmal, wer es noch nicht bekommen hat. Michael, ich danke dir vielmals fürs Dasein. Ne? Immer wieder nice hier, guter Sound. Ja, danke. Bleib weiter dran. Danke. Du weißt ja, wir werden immer älter, aber loslassen können wir nicht. Ne? Ja, so ein Hobby muss bleiben, ne? Ja, genau. Irgendwie so ein bisschen Musik, ohne geht's nicht. Nächste Woche hören wir uns am Freitag und am Samstag. Freitag wärmen wir einmal auf für das Event im Lokschuppen mit Marika Rossa am 23.10. Da machen wir ein kleines Warm-up mit Robin's Land. Da gibt es Cosmic Techno und Trance sogar. Da machen wir Trance mit Techno so wie früher. So langsam geht's wieder los. Yeah. Und am Samstag dann Nachholtermin der Safari Warm-up mit Jason Malcolm und Christina Ginchenko. Da spielen wir abends schön längerfristiges Techno-Set. Ich denke, da mindestens 6 Stunden werden wir da live sein. Also Leute, wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.
Thank you.